Ja, jetzt kommen wir also zu der Frage, wie können wir feststellen, dass Pixel im Bild zusammengehören, zu einem gemeinsamen Objekt gehören. Und das wird dann im Kapitel 11 Objekterkennung und Merkmalsextraktion behandelt. Merkmalsextraktion. Also 11.1 ist dann der erste Schritt, feststellen, welche Objekte gehören, welche Pixel gehören zusammen. Also stelle fest, welche Pixel gehören zusammen. Manchmal wird das auch, glaube ich, Blob-Analyse genannt. Blob-Analyse. So, dann machen wir hier mal ein kleines Bild. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also ein Bildausschnitt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mal 8 Pixel hoch. Und V gleich 1 wird durch Rot dargestellt. Also hier haben wir ein Objekt und da haben wir ein zweites Objekt. So. Das ist die Struktur im Augenblick in unserem Bild. Haben wir die ganzen Vorverarbeitungsschritte durchgeführt, die Segmentierung durchgeführt, morphologische Operationen durchgeführt und haben jetzt hier die Pixel, die haben jetzt das Label V gleich 1, die gehören zum Vordergrund und die gehören zum Vordergrund. Und jetzt möchte ich gerne bestimmen, dass diese Pixel zu einem Objekt gehören und die Pixel gehören zu einem zweiten Objekt. Und jetzt macht man einen einfachen Suchalgorithmus. Man fängt also hier oben an und läuft jetzt hier i und J läuft man jetzt so nacheinander durch. Und wenn man das erste Mal auf einen Pixel mit V gleich 1 stößt, dann macht man sozusagen einen Sack auf. Dann definiert man jetzt eine Menge, die Menge Objekt 1. Und zu der Menge Objekt 1 gehört dieses Pixel. Dann fängt man an, in der Nachbarschaft zu suchen. Nach da und dann nach unten. Und wenn man in der Nachbarschaft wieder ein Pixel mit V gleich 1 findet, dann wird dieses Pixel ebenfalls in diesen Sack Objekt 1 reingetan. Dann sucht man hier weiter in der Nachbarschaft von dem nach da, in der Nachbarschaft von dem nach da und sucht also jetzt alles hier durch, bis man keine neuen Pixel mit V gleich 1 in der Nachbarschaft mehr findet. Alle diese Pixel gehören jetzt zum Objekt 1. Also ich saus hier durch, komme hier hin, stelle fest, aha, hier ist V gleich 1, also machen wir ein Objekt 1 auf, dann fangen wir in der Nachbarschaft an zu suchen und alle die wir jetzt hier finden, kommen in diesen Sack Objekt 1 rein. Wenn wir das gemacht haben, suchen wir jetzt weiter an all den Stellen, wo wir noch nicht gewesen sind. Das heißt, wir suchen jetzt hier weiter, hier, da waren wir ja schon, hier suchen wir weiter, hier, da waren wir schon, hier suchen wir weiter, 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 weiter. Jetzt kommen wir hier hin. Wir haben ein neues Pixel gefunden, das nicht mit dem Objekt 1 zusammenhängt und jetzt machen wir einen zweiten Sack, ein zweites Objekt auf, Objekt 2. Dazu gehört das hier. Jetzt fangen wir wieder in der Nachbarschaft an zu suchen und alle, die wir hier finden, gehören zu Objekt 2. Und jetzt suchen wir im Rest des Bildes weiter. Das heißt, wir suchen einfach das ganze Bild von links oben nach rechts unten ab und alle Pixel mit V gleich 1, die benachbart sind, die werden in ein
in einen Sack hineingetan. Also suche entlang I und J, bis man ein Pixel mit V gleich 1 findet. Definiere dann eine Menge, ich nenne sie jetzt mal Objekt 1. Und dieses Pixel ist Element 1 von Objekt 1. Suche in der Nachbarschaft nach weiteren Pixeln mit V gleich 1. Diese, na, werden ebenfalls Elemente von Objekt 1. Dann suche weiter, bis neues Pixel mit V gleich 1 gefunden ist. Definiere Objekt 2. Ja, und so weiter. So, und das Resultat ist dann eine Menge oder eine Anzahl Mengen Objekt 1, Objekt 2 und so weiter, die jeweils die zugehörigen Pixel enthalten. So, das ist also eigentlich ein relativ simples Vorgehen, einfach absuchen, bis man das erste V gleich 1 Pixel findet, in der Nachbarschaft suchen und alle, die man da findet, die kommen dann in einen, sozusagen in einen Sack rein, die werden dann Objekt 1 und dann sucht man weiter und findet dann die weiteren. Und jetzt haben wir aber sozusagen eine völlig andere Datenstruktur. Bisher hatten wir immer Matrizen vorliegen, wo die Pixel halt zahlen- und spaltenweise sozusagen angeordnet waren und in der Matrix oder in diesen Matrizen waren dann die Helligkeitswerte, die ursprünglichen Helligkeitswerte, dann die weiterverarbeiteten Helligkeitswerte drin. Zum Schluss die Matrix, wo für jedes Pixel bestimmt wurde, ob V gleich 1, V gleich 0 war, also ob das Pixel zum Vordergrund oder zum Hintergrund gehörte. Und jetzt haben wir eine neue Struktur, jetzt haben wir verschiedene Mengen und diese Mengen enthalten Pixel, die ja sozusagen zu einem gemeinsamen Objekt gehören. Und jetzt können wir hingehen und können anfangen, diese einzelnen Elemente zu charakterisieren. Wir können also jetzt für diese Elemente, für diese Objekte, können wir jetzt Eigenschaften ausrechnen. Und da kommen wir jetzt an den Sprachgebrauch in der Statistik. Die Eigenschaften, die werden als Merkmale bezeichnet.
Und die Merkmale, die werden jetzt berechnet. Und das Berechnen muss sich auch Gelehrter anhören. Die werden extrahiert. Und dann ist das die Merkmalsextraktion. Nun liegen also Objekte, also eigentlich Mengen von Pixeln vor. Und man kann Eigenschaften berechnen. Also Merkmale berechnen. So, welche Eigenschaften kann man berechnen? Ja, das sind jetzt so, ja, im Grunde genommen beliebig viele. Alles, was einem so einfällt, alles, was einem sinnvoll erscheint. Und Merkmale können also sein, zum Beispiel Merkmale der Größe. Jetzt machen wir ja zweidimensionale Bildverarbeitung. Und das heißt, die Objekte könnten eine Fläche haben. Und ich möchte gerne die Fläche berechnen. Oder ich möchte den Umfang berechnen. Ich könnte Merkmale der Form berechnen. Das ist jetzt gar nicht so simpel, wie kann ich die Form eines Objektes charakterisieren. Ich kann Merkmale der Helligkeit berechnen, zum Beispiel mittlere Helligkeit Streuung der Helligkeit. Oder wenn wir halt Farbbildverarbeitung machen, beziehen wir uns nicht nur auf die Helligkeit in einem Kanal, sondern halt Helligkeit in einem oder in allen drei Farbkanälen. Was für Parameter könnte man sich sonst noch überlegen? Parameter der Lage. Also die Position. An welcher Stelle im Bild oder in der Wirklichkeit liegt das Objekt? Die Orientierung. Also in welche Richtung schaut das Objekt, wenn ich es mal so sagen will. Und so weiter. Also man kann da eine unheimliche Vielzahl von Dingen sich überlegen, die man gerne wissen möchte. Das kommt natürlich dann auch auf die spezielle Fragestellung an. Und mit einigen Objekten, mit einigen Merkmalen will ich mich das halt mal beschäftigen. Größe wäre also dann sozusagen die Fläche. Die Summe oder die Anzahl, nicht die Summe. Also Anzahl
von Pixeln im Objekt. So, das ist also ausgesprochen simpel. Man muss einfach nur nachzählen, wie viele Pixel sind in dem Objekt vorhanden, und dann habe ich eine Information über die Fläche. Wenn ich das Ganze in absoluten Einheiten wissen möchte, muss ich natürlich am Anfang eine Kalibrierung machen, und ich muss mir überlegen, wie wird denn die Wirklichkeit auf die Kamera abgebildet. Aber dann muss ich im Grunde genommen nur die Anzahl von Pixeln im Objekt zählen. Der Umfang, ist kompliziert. Und da will ich ehrlich gesagt auch gar nicht jetzt tief einsteigen, weil das doch eine ganze Menge an Mathematik dann benötigt, die ich hier aber gar nicht einbringen will. So, und dazu muss man wissen, ob ein, nicht ob, sondern welche Pixel am Rand liegen. Und dann bilde die Summe der Randpixel. So, und warum das nicht einfach ist, den Umfang zu bestimmen, will ich an einem Beispiel versuchen, mal zu diskutieren. Machen wir es noch ein bisschen größer. Wenn ich hier als Fläche die Anzahl der Pixel betrachte, dann wäre die Fläche hier 16. Das stimmt auch ganz gut mit der Überlegung überein, dass das Ganze ein Quadrat ist und dass die Seitenlänge ja offensichtlich 1, 2, 3, 4 ist. 4 mal 4 ist 16. Wenn ich jetzt die Randpixel zähle,
Dann sehe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das heißt, der Umfang ist 12. Ein Quadrat mit der Seitenlänge 4 müsste aber den Umfang 16 haben. Also sehen wir hier, dass die einfache Mathematik, die einfache Geometrie ja hier gar nicht so simpel anwendbar ist. Das hat unter anderem damit zu tun, dass ich jetzt gar nicht auf die Frage eingegangen bin, ist denn jetzt ein Pixel und der Wert, der einem Pixel zugeordnet wird, ist wirklich hier dem ganzen Quadrat zuzuordnen oder ist das sozusagen der Punkt hier in der Mitte? Aber selbst wenn wir das jetzt als Punkt hier in der Mitte machen, dann würden wir also sagen, der Abstand von hier nach da, dann von da nach da ist 3. Das heißt, das ganze Ding hier hätte jetzt einen Umfang von dann richtigerweise 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nö, auch nicht. Auch dann kommen wir hier auf 12. Das ist also gar nicht so simpel. Macht sich insbesondere dann bemerkbar, wenn die Objekte klein sind. Wenn die Objekte groß sind, dann spielen diese Unterschiede keine große Rolle mehr. Dabei ist dann auch die Frage, also nicht. Also hier haben wir einen Unterschied zur kontinuierlichen Geometrie.